Moment, 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 Moment. Ich hab doch gerade erst ausgeworfen. Nee. Was ist das denn, Alter? Alter, das ist ja der Hammer. Raketenfrosch. Das ist ja krass. Das ist ja der Hammer. Ich habe gerade erst wieder ausgeworfen. Und dann der nächste. Hier. Alter, zum Glück habe ich hier die kleinen Bollos wieder in Verwendung. Das ist ja der Hammer. Alter, zum Glück nicht die Stippe genommen. Ich komme gar nicht hinterher, ey. Zack. Frösche, Alden. An der alten Festung. Gerade gesehen im VK. Ich habe mir gerade erstmal einen Kaffee gemacht. Erstmal klarkommen, Alden. Gerade einen Kaffee gemacht, gedacht, komm, Alter, guckst du schon mal ins VK. Und dann stehen da Frösche. Dicke, fette, feiste Frösche. Super Trophy Frosch wurde sogar gefangen. Und hier an der Stelle. Und mir fehlt ja noch für die Qualifikation. Nee, für, genau, Frosch, Grasfrosch für das Trophäenbuch an der alten Festung. Ha! Und das wäre doch jetzt die Chance, oder? Einfach mal nutzen. Ich brauche erstmal noch einen Kaffee, ey. Ja, also, wo bin ich hier? An der alten Festung. Also, an der alten Festung, direkt neben der Brücke. Klassischer Spot, der immer wieder funktioniert für Roche. Also, lübt wirklich immer wieder ganz gut, aber er hat auch immer mal wieder Pause. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass der nach einiger, oh, verkehrte Route, nach einiger Zeit einfach mal nicht mehr funktioniert. Oh, zum Glück war der noch dran. Da bin ich ja ganz überrascht. Der hat ja relativ lang ausgehalten beim Wegziehen. So, jetzt haben wir das alles hier wieder richtig eingestellt. Auf der 1. Ja, werfen wir auch mal so. Das ist doch nicht schlecht. Den ziehen wir noch mal ein bisschen näher hier. So. Bisschen Schnur lassen. Und gib ihm. Also. 17 cm Tiefe eingestellt ist der Klassiker. 17 cm, Fliege drauf und gib ihm. Kann man noch andere Köder verwenden? Ja, man könnte noch eine Bremse verwenden. Man kann vielleicht auch mal Zugmücke oder Made verwenden. Aber die Wahrscheinlichkeit nimmt ein wenig ab. Doppelköder könnte ich theoretisch auch verwenden, wenn man es schon kann. Weißt du was, wir machen das einfach mal hier auf der Route. Ich habe jetzt hier vom Setup her das für mich allergeilste Froschangelset. Es sind die allerbilligsten Bollo-Routen, die man sich leisten kann im Game. Und dazu die günstigste oder die zweitgünstigste Rolle. Die Spark als 3000er Variante, nicht als 2000er. Wir haben hier nur eine Tragfähigkeit von 3,8 Kilo. Dementsprechend habe ich eine 3,7 Kilo Schnur. Und zwar die Invisible Schnur, passt also perfekt. Und ich verwende dann kein Vorfach. Das ist ähnlich quasi wie Stippen, nur dass wir hier eben noch den Bonus haben von der Rolle und das entspannt einfach alles ungemein. 18er Haken drauf, Fliege drauf und jetzt baller ich hier nochmal eine Bremse dazu. Gucken wir mal, ob das der Haken aushält. Das ist ja jetzt deutlich mehr Gewicht. Und was die Frösche dazu... was die Frösche dazu sagen... Da müssen wir dann doch eine dickere Pose nehmen. So, ansonsten ist das Set komplett Billo, ne? So, 50er Einunggeschwindigkeit, erstmal locker auf einer 10 die Bremse. Ja, und dann heißt es wieder warten, ne? Warten und gucken, was geht. Vielleicht machen wir hier auch nochmal eine Kombi mit... Ja, wobei, wenn ich jetzt hier Zuckmücke drauf mache zum Beispiel, haben wir natürlich auch die Chance, dass hier Barsche reinballern, ne? Also ohne das hat man schön geteilt oder schön selektioniert, dass dann nur oder relativ wahrscheinlich nur der Frosch reingeht. Es kann natürlich auch immer mal sein, dass so ein Rotauge damit reinballert oder an die Lauben natürlich. Aber das ist jetzt hier an der Stelle gar nicht so häufig. So, jetzt machen wir das mal so. Dann haben wir die 1, 2, 3 jetzt. Haben wir die jetzt, hoppala, so. Das heißt, wir haben jetzt hier die 1, 2, 3 nach oben hin. Das ist doch super. Kann man sich auch immer schön, oder man macht halt unterschiedliche Posen in dem Fall.
und dann Attacke. Eingestellt natürlich dann wie immer Einholgeschwindigkeit auf 50, maximale Einholgeschwindigkeit. Sobald da jetzt eine Pose runtergeht, schnappe ich mir die entsprechende Zahl und kurbel mit Shift sofort ein. Shift, Kurbel, rechte Maustaste auch noch dazu und dann zieht man das Ding eigentlich schon in der Regel ran, inklusive dem Frosch mit Haken im Maul. So, ich bin echt gespannt, ob da noch ein bisschen was geht. Gerade, das war ja schon wild. Die ersten paar Minuten, ja, da sind wir hier reingegangen und dann auf einmal ausgeworfen, zack, Biss, ausgeworfen, sofort ist der nächste abgehauen. Kurz vorher habe ich schon nicht gekriegt. Das war richtig gut. Das war so ein bisschen der Wetterumschwung und natürlich von der Uhrzeit eher die Morgenstunden. Da war der Wetterumschwung so von regnerisch in leicht bewölkt. Vielleicht ist das auch das deutlich bessere Wetter. Ich bin jetzt gespannt, jetzt haben wir ja schon gleich 16 Uhr, dass das so vielleicht gegen, na, ich denke mal so 17, 18 Uhr, vielleicht nochmal so ein bisschen wilder wird mit den Fröschen. Und was machen wir dann mit den Fröschen? Entweder direkt verarbeiten, also klar, kann man verkaufen oder wie auch immer. Oder eben, ja, direkt verarbeiten und dann wieder ausgeben als genialer Aalköder. Durchaus die Option, ich hatte da auch schon mal ein Video zu gemacht, zu einem anderen Spot am Mosquito, verlinke ich am besten auch nochmal. Auch da kann man sich dann schön hinstellen und damit direkt im Anschluss die Aale rausziehen. So, jetzt warten wir nochmal ein bisschen den Nachmittag hier ab und gucken, ob da nicht auch noch was in den Abendstunden geht. Zack, und der nächste hier. Uah. Jawohl, 90 Gramm Frosch wieder. Also vielleicht doch ein bisschen weiter hier links rüber ziehen. Gerade ist mir auch schon einer abgehauen. Der war, also das war ein richtiger Raketenfrosch. Und ich musste wirklich von da drüben, von der anderen Uferseite wieder einholen. Und ich habe ihn nicht gekriegt. So schnell wie die abziehen, ey, ist das der Hammer. Aber man kann es halt so geil auch rüberziehen hier, ne? Einfach so positionieren, zack, Bügel wieder auf. Bisschen Schnur locker lassen. Und auf den nächsten Haufen. Oh, da zuckelt irgendwas. Das ist doch kein Frosch, oder? Das wollen wir nicht. Den verscheuchen wir direkt hier. Also, es ist schon tricky. Hier vorne in dem Bereich ist das so flach, dass selbst auf 17 cm die Pose nicht mal umkippt. Das ist schon tricky. Jetzt hatte ich hier die ganze Zeit die Posen so ein bisschen weit hier vorne liegen. Ich werfe die aber mal wieder etwas weiter raus. Mehr so an die Grenze sozusagen von dem Grünen. Sodass die dann auch mit 17 cm richtig schön frei stehen können. Das ist ja der Hammer, wie flach das hier ist, ey. Zack und weg. Ist ja der, also das ist ja, ne. Eine olle Grundel, Alter. Auf Fliege. So, direkt nochmal raus. Wieder hier bis zur Kante ungefähr. So. Zack, Alter. Ha. Ei, 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 ein feistes Gerät. 130 Gramm. Schön. Also auch hier drüben klappt das an den Seerosen mit den Fröschen. Das ist ja auch immer das A und O. Seerosen und Frosch. Und vielleicht klappt es sogar hier drüben noch besser, weil wir da näher an den Seerosen dran sind. Nicht so schlecht. So, 130 Gramm auf Doppelköder. Ich hatte nochmal auf Fliege gewechselt. Auch hier jetzt nochmal. Und in der Mitte ist ganz normal die Fliege. Ah ne, ich habe noch die Zuck drauf. Eieiei, okay. Fliegezuck. Hat aber auch noch nicht geliefert, Fliegezuck. Beziehungsweise, da zuppelt die ganze Zeit irgendwas anderes dran. Das heißt, das machen wir direkt nochmal runter. Denn dadurch verwehre ich ja dem Frosch die Chance, an dem Haken rumzuzuppeln. Wenn da schon irgendwie eine Laube oder ein Rotauge unten vorsitzt und die ganze Zeit sagt, next. Alter. Komm ran hier, wo ist er? Wo ist er? Ah, da. 73. Na, guck mal, das scheint doch hier auf der rechten Seite vielleicht sogar noch besser zu sein, ey. Denn hier war jetzt den ganzen Nachmittag über Flaute. Da ging gar nichts. Und ich habe schon gedacht, Alten, verdorrig. Ich meine, die Anzahl der Frösche ist schon komplett okay. Und vor allem die Größe ist okay. Wenn ihr mehr Frösche haben wollt, kleinere Haken,
dann gehen aber eben auch ein bisschen die kleineren Frösche drauf, also von 20er, 22er Haken, so in dem Bereich. Ich bin jetzt hier mit einem 18er Haken dran. Ich will auch relativ gezielt die dicken Brocken. Man kann sich auch mal mit einem 16er hier hinstellen. Dementsprechend kann aber auch sein, dass es mal abflutscht oder dass die Frequenz auf jeden Fall deutlich weiter runter geht. Aber man erhöht eben nochmal so ein bisschen die Chance auf die richtig dicken Brocken. Ja, wir haben bald 22 Uhr. Der ambitionierte Aalangler ist wahrscheinlich jetzt schon am Wasser, so wie es sich gehört. Ich würde sagen, ich packe auch jetzt mal ein. Ich bin schon ganz zufrieden damit und werde das dann in den Morgenstunden hier wieder testen. Ich gehe jetzt auch einfach mal auf Aal. Was soll man denn machen, wenn man schon mal an einer alten Festung ist? Es ist gerade Abend. Dann zieht man sich doch ein paar Aale raus. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Dankeschön dafür. Hoppala. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Und jetzt raus mit der Aale. Petri.